Wie komme ich denn jetzt in die Musikklasse? Das ist schnell erklärt. Du magst Musik und kommst, so wie hier Viola und Rocco, aus einer der Grundschulen in Vellmar, Annatal oder Umgebung, dann geh auf die Homepage der ASV. Melde dich nun für das Instrumentenkarussell an. Dafür gehen deine Eltern auf die Homepage der Annatal-Schule Vellmar. Unter Dokumente finden sie einen Download mit dem Namen Interessensbekundung. Diesen einfach ausdrucken, ausfüllen und dann gemeinsam mit deiner Schulanmeldung bis zum 5.3. an die Annatal-Schule per Post schicken oder an die Mailadresse frauwindrich@googlemail.com. Ende März, Anfang April erhältst du von uns eine Einladung zum Schnuppertag. Viola lernt schon ein Instrument und spielt uns ein kleines Stück auf der Flöte vor. Rocco kommt vorbei und darf viele unterschiedliche Instrumente ausprobieren. Doch dazu gleich mehr. Vorher lauschen wir noch Violas kleinem Stück. Erkennst du es? Richtig, sie spielt Senorita und hofft darauf, in die Musikklasse aufgenommen zu werden. In der Zwischenzeit probiert Rocco im Instrumentenkarussell verschiedene Instrumente aus. Die Instrumente auf den Bildern kannst du alle ausprobieren und in der Musikklasse neu lernen. Erkennst du sie? Komm, wir machen ein Quiz. Errätst du den Song und das passende Instrument? Richtig, du hörst den Fluch der Karibik. So schön das Segenslied, möge die Straße. Wie cool, der Titelsong aus Harry Potter. Und nochmal Filmmusik. Dieses Mal aus Titanic, My Heart Will Go On. Und so klingt nun der Flug der Karibik auf der Querflöte. Im Juni erhältst du Post und erfährst, ob du in der Musikklasse aufgenommen wurdest oder nicht. Vielleicht klappt es ja auch mit deinem Wunschinstrument, so wie bei Rocco. Von Klasse 5 bis Klasse 10 spielst du nun gemeinsam mit deinen neuen Freunden und Klassenkameraden im Orchester. Warum magst du es in der Musikklasse? Ich habe mich für diese Musikklasse entschieden, weil ich schon gerne mal mit anderen musizieren wollte. Ich finde es toll, in der Musikklasse zu sein, weil man durch das gemeinsame im Orchester spielen auch eine bessere Klassengemeinschaft aufbaut und schneller Freunde findet. Ich habe mich dafür entschieden, in die Musikklasse zu gehen, weil ich schon vorher Instrumente gespielt habe und das nicht aufgeben wollte. Mir macht es Spaß mit anderen musizieren und ich freue mich immer auf den Musikunterricht. Zudem finde ich es noch schön, wenn die Leute einem nach einem Auftritt applaudieren und toll finden, wie man gespielt hat. Ich mag es gern, mit meiner Klasse zu musizieren und auf der Bühne zu stehen. Weil man auch die Lieder im Orchester spielen kann, die man vielleicht im Moment im Radio hört. Weil man in der Musikklasse viel Neues zu erleben und kennenzulernen hat. Weil man seine Interessen mit der ganzen Klasse teilt. Weil man zusammen viele neue Sachen erleben kann, vor allem bei den Ausflügen. Dazu gehören Ausflüge ins Theater oder Projekte mit dem Theater, Musizieren auf dem Weihnachtsmarkt und das Highlight jeden Jahres, die Musikfreizeit in Eschwege. Die Musikklasse ist auch ein super Sprungbrett in die Schülerband. Der Technik AG verdanken wir den super Sound auf all unseren Veranstaltungen. Wie dem Sommerkonzert, den Tag der offenen Tür, Sportlerehrungen und vieles mehr. Für einen tollen Sound sorgt natürlich auch das Cello-Ensemble. Wir würden uns freuen, euch in der nächsten 5. Klasse begrüßen zu dürfen. Nun folgen noch ein paar wichtige Infos, aber eigentlich eher für eure Eltern. Die Themenklasse Musik gibt es seit 2004. Seither haben wir viele Klassen musikalisch begleitet. Wir unterscheiden zwischen Fortgeschrittenen und Anfängern in den Musikklassen.
Anfänger können lediglich Posaune, Trompete, Klarinette, Querflöte oder Cello erlernen. Wir arbeiten mit der Musikschule Chroma zusammen. Fortgeschrittene, die ihr Instrument schon etwas beherrschen, können natürlich auch Schlagzeug, Gitarre, Klavier oder andere Orchesterinstrumente spielen. Die Zusammensetzung in den Klassen ist gemischt. In einer Musikklasse sind meist 25 bis 29 Kinder, darunter 5 bis 12 Fortgeschrittene und der Rest Anfänger. Bei der Zusammensetzung achten wir auch auf einen guten Sound, sodass das Klassenorchester dann auch Spaß macht. Während die Kinder, die als Fortgeschrittene in die Musikklasse kommen, weiterhin ihren Unterricht privat nehmen, ist eine Stunde Instrumentalunterricht in Kleingruppen für die Anfänger im Stundenplan integriert. In den Jahrgängen 5 und 6 haben die Kinder 3 Stunden Musikunterricht. Instrumentalunterricht in den Kleingruppen bei Chroma, während die Fortgeschrittenen in einem Ensemble beim Klassenlehrer spielen. Außerdem 2 weitere Klassenorchesterstunden. Manchmal wird eine dieser Stunden auch für Musiktheorie oder andere Dinge verwendet. Als einzige Schule in Nordhessen bietet die Anatha-Schule Velmar Musikklassenunterricht durchgängig von Jahrgang 5 bis 10 an. Das heißt, die Kinder haben auch in den Jahrgängen 7 und 9 Orchester, jeweils 2 Stunden beim Musiklehrer. In den Jahrgängen 8 und 10 erfolgt Orchesterunterricht zweistündig sowie eine weitere Stunde, die für Musikprojekte verwendet werden kann. Für einen guten Orchesterklang ist es natürlich wichtig, dass alle im Orchester regelmäßig üben. Auch die Lehrer von Chroma haben ein Auge darauf. Die Notenfindung im Fach Musik gründet sich auch auf unserer gemeinsamen Einschätzung. Am Ende jeden Schuljahres, von Jahrgang 5 bis 10, erhalten die Musikklassenschüler natürlich auch ein Zertifikat. Die ASV trägt den Titel Schule mit Schwerpunkt für Musik. Dieses Zertifikat vergibt das Hessische Kultusministerium. Um das Zertifikat zu erhalten, muss eine Schule durchgängigen Musikunterricht anbieten. Des Weiteren ist es wichtig, dass umfangreiche Musikpraxis den Unterrichtsalltag bestimmt. Die Vernetzung der Schulen untereinander ist ebenfalls ein wesentlicher Faktor für die Zertifizierung. Regelmäßige gemeinsame Konferenzen zum Austausch mit anderen Schulen mit Schwerpunkt für Musik tragen natürlich zur Qualität der Schule bei. Natürlich sind die Musikklassen nicht nur musikalisch aktiv. Sport steht ebenso auf dem Plan wie Kunst, aber eben auch Wanderfahrten nach Eschwege und an einen weiteren Ort, Faschingsfeiern, Schlittenfahren, die Schmecksperten und vieles mehr. Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind und vielleicht sehen wir uns bald an der Anatha-Schule. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie mich natürlich gern anschreiben.